Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung im Bereich der Biodiversität, wo wir jetzt schon bei Nummer 40 angelangt sind. Und nach wie vor sind wir bei den Untergruppen der Beutelratten, bei den Beuteltieren und werden auch noch eine ganze Weile bleiben. Ich schätze mal, das wird bestimmt noch so, ja, ich kann jetzt nicht gut abschätzen, aber 123 Arten, wenn man sagt, im Durchschnitt schafft man vielleicht 5 bis 6, ne? Dann brauchen wir da so 20 Vorlesung, das heißt, ein bisschen mehr als 10 Vorlesungen haben wir wahrscheinlich schon vor uns. Und ja, wir sind jetzt bei den Dickschwanzbeutelratten gelandet, die Lutriolina. Und die Gattung umfasst nur zwei Arten. Hier rechts auf der Karte dargestellt, seht ihr auch schon mal in grün und rot die jeweiligen Verbreitungsgebiete. Und die Gattung gehört natürlich zur Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten, Delphinae. Alle Vertreter der Gattung kommen ausschließlich in Südamerika vor. Die IUCN stuft die Gattung als Least Concern, das heißt als nicht gefährdet ein. Das gilt natürlich dann auch für die jeweiligen Arten. Die Kopfumfänge beträgt 19 bis 45 cm. Die Schwanzlänge beträgt 21 bis 31 cm, das heißt die Gesamtlänge ist 40 bis 76 cm. Die Schnauze der Dickschwanzbeutelratten ist kurz. Und das gesamte Körperfell ist einheitlich gelblich bis oliv oder dunkelbraun gefärbt. Das Bauchfell ist oft ein wenig heller. Das erste Drittel des Schwanzes ist behaart, wobei die Fellfärbung jener des restlichen Körpers gleicht. Und der Rest vom Schwanz ist unbehaart, braun bis schwarz gefärbt und geht zum Ende hin ein Gelb bis Weiß über. Die Beine sind kurz. Die Ohren sind kurz und abgerundet, kann man hier auch ganz gut sehen. Und die Weibchen besitzen einen Beutel. Haben zwar die meisten, aber es gibt heute auch ein paar Gruppen, die das nicht haben. Ja, wie sieht es aus mit den Randdaten? Also Gewicht bis 550 Gramm ist also schon relativ groß in der gesamten Unterfamilie. Höchstalter ist bei allen, die jetzt auch folgen, unbekannt. Schätzungsweise 2 bis 3 Jahre, würde ich sagen, aber nagelt mich nicht drauf fest, man findet dazu keine brauchbaren Daten. Und sie werden halt, wie wir schon von uns ausgerechnet haben, bis zu 76 cm lang. Das bringt uns zur Taxonomie. Wie gesagt, die Gattung der Dickschwanzbeutelratten, Lutriolina, hat zwei Arten. Die Dickschwanzbeutelratte im eigentlichen Sinne, Lutriolina crassicaudata, und die Masoias Dickschwanzbeutelratte, Lutriolina masoia. Kommen wir zur ersten, der eigentlichen Dickschwanzbeutelratte, Lutriolina crassicauda, gehört natürlich zur Gattung der Dickschwanzbeutelratten Lutriolina und kommt in Brasilien, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Kolumbien und Guyana vor. Das sind die auf der Karte grün markierten Gebiete, wo sie Grasländer oft in der Nähe von Flüssen oder Seen besiedelt. Da das Verbreitungsgebiet sehr weitreichend ist, sie in hoher Anzahl vorkommt und sie sich als Kulturfolge an das Leben der Menschen angepasst hat, gilt sie als Least Concern, also als nicht gefährdet. Es gibt drei Unterarten, die hier aufgrund fehlender Daten allerdings nicht weiter eingegangen werden kann. Kann durchaus sein, dass sie sich nur im Habitat, also da wo sie vorkommen, unterscheiden, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Das ist Lutriolina crassicaudata crassicaudata, also nochmal tiefer in die Art, die eigentlichste Unterart. Lutriolina crassicaudata paranalis und Lutriolina crassicaudata tuneri. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 21 bis 45 cm bei einer Schwanzlänge von 21 bis 31 cm. Das Fell ist am ganzen Körper einheitlich dunkelgelb bis braun gefärbt. Der Schwanz ist an der Basis sehr dick und stark behaart. Ja, wir haben bis 550 Gramm schwer, Höchstalter unbekannt und Gesamtlänge 76 cm. Zur Lebensweise. Das Gebiss ist mit seinen vielen Eckzähnen sowie den Fangzähnen typisch für einen Fleischfresser, also einen Karnivoren. Und gepaart mit der sehr vielfältigen Bewegungsart, denn sie können super klettern, top schwimmen und für ihre Größenverhältnisse und das Habitat, in dem sie vorkommen, auch sehr, sehr gut laufen, macht es sie zu effektiven Räubern. Die Beute ist daher auch sehr umfangreich und umfasst kleine Nagetiere, Hasen, Vögel, Insekten, Fische, kleine Krebstiere und manchmal auch Schlangen und Früchte.
Es handelt sich um nachtaktive Tiere, den Tag verbringen sie schlafend in Nestern aus Schilf und Gras oder nutzen verlassene Gürteltier- oder Viscacha-Höhlen. Damit sind wir schon beim Thema Fortpflanzung. Die Paarungszeit ist September bis April und in dieser Zeit kann es bis zu zwei Paarungen mit Würfen bis zu einer Größe von 7 bis 11 Nachkommen kommen. Die Tragzeit beträgt 2 Wochen, ist also immer sehr kurz. Danach werden die Jungtiere bis zum 3. Lebensmonat im Beutel getragen und gesäugt. Und ab dem 6. Monat tritt die Geschlechtsreife ein, jedoch erfolgt die Paarung der Jungtiere erst im nächsten Jahr. Dann kommen wir zur kleineren Art, Masoias Dickschwanzbeutelratte, Lutriolina masoia. Die hat ihren Namen zu Ehren des Biodiversitätsforschers Elio Masoia erhalten und gehört natürlich auch zur Gattung der Dickschwanzbeutelratten, den Lutriolina. Sie kommt in den Bergwäldern der Yungas im Süden Boliviens, Departamentos Chuquisaca und Tarija und im angrenzenden Argentinien in der Nähe von Gewässern vor. Das sind die Gebiete, die hier rot auf der Karte eingefärbt sind. Die Art wird als Least Concern, also als nicht gefährdet, eingestuft. Zum Körperbau. Mit einer Kopfrumpflänge von 19 bis 24 cm und einer Schwanzlänge von 21 bis 25,5 cm ist sie ein bisschen kleiner als ihre Schwesternart. Das Fell ist am ganzen Körper einheitlich olivbraun gefärbt. Wangen, Kehle, Brust und Bauch sind zimtfarben bis orange gefärbt. Die Beine sind kurz und stämmig. Das erste Drittel des Schwanzes ist olivbraun. Die Schwanzmitte ist schwarz. Und das letzte Drittel des Schwanzes ist gelb bis orange. Ich finde, das ist eines der besten Unterscheidungsmerkmale, dieser, ja, ich sag mal, dreigeteilte Schwanz zum ansonsten, ich sag mal, zweigeteilten. Das dürfte man relativ gut unterscheiden können. Und die Ohren sind kaum behaart, braun, kurz und rund. Ja, sie sind halt kleiner und auch deutlich leichter mit 280 Gramm, einem unbekannten Höchstalter und einer Gesamtgröße von bis zu einem halben Meter. Ja, jetzt zur Lebensweise. Die Masoias Dickschwanzbeutelratte kommt nur in den bewaldeten Bergregionen von 400 bis 2000 Meter und nur in der Nähe von Gewässern vor. Es handelt sich auch bei ihnen um gute Schwimmer, Läufer und Kletterer, weshalb sie auch ein sehr weites Spektrum als Räuber haben. Das reicht von Säugern, Vögeln, Wirbellosen, Fischen hin bis zu Vogeleiern und Früchten. Also sie sind natürlich vom Gebiss her auch sehr karnivor angelegt, aber im Prinzip sind sie Omnivoren, also Allesfresser. Und wahrscheinlich sind sie nachtaktiv und verbringen den Tag in Baumhöhlen. Über die Fortpflanzung ist nichts bekannt und kann dazu hier auch nichts gesagt werden. Es wird sich bei der Fortpflanzung ähnlich wahrscheinlich wie bei ihrer Schwesternart verhalten, also dass sie Paarungszeit haben in der zweiten bis ersten Jahreshälfte, die dann so übergeht sozusagen. Und auch die Wurfgröße wird wohl ähnlich sein. Sie sind ja nicht so weit untereinander verschieden, immerhin ist dieselbe Gattung. Von daher, das ist allerdings nicht sicher. Wir sollten es also nicht als Sicherheit verkaufen, nur als Vermutung. Man findet dazu leider nicht allzu viel. Und deswegen wollen wir da jetzt auch nicht hundertprozentig sichere Prognose abgeben. Ja, und damit sind wir schon am Ende angelangt. War heute ein bisschen kürzer. Ich hatte halt noch überlegt, eine andere Gattung mitzumachen. Dann wäre ich aber über das Folienlimit, ich versuche jetzt so ungefähr bei 30 Folien zu landen, relativ weit drüber gewesen. Habe ich dann mich dagegen entschieden. Die folgt dann im nächsten Monat die Vorlesung dazu. Ist allerdings auch eine ganz andere Gattung mit, ja, anderen Merkmalen. Natürlich sind sie alle ähnlich, das ist dieselbe Unterfamilie, klar. Aber ein paar Unterschiede gibt es schon und die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und bis dahin sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant und lehrreich. Und ich würde mich natürlich über den Like freuen. Abo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.